So Leute und moin zusammen, ich begrüße euch zu diesem neuen Video und bleibt heute auf jeden Fall komplett dran. Es gibt nämlich so viele spannende News, worauf eingehen. Ich habe auch wieder von einem User eine Nachricht aus Polen diesmal bekommen. Wie läuft es denn mit den Fahrverboten und auch überhaupt dem ganzen Thema Diesel in Polen ab? Darüber reden wir jetzt. Fingen wir auch direkt los mit der Nachricht hier aus Polen. Das ist nämlich gekommen vom Gregor, der nebenbei gesagt ein perfektes Deutsch jetzt hier geschrieben hat und mir wirklich einen direkten Einblick mal gestalten wollte mit seiner E-Mail. Wie sieht das Ganze denn in Polen aus? Wie verhält sich denn ein Dieselfahrer in Polen? Was sagt die Regierung dazu und so weiter? Und er hat mir einen Link geschickt, der ist natürlich auf Polnisch, den ich jetzt nicht so verstanden habe. Ich bin allerdings hingegangen, habe den auch mal durch den Google Translator gejagt. Und um einfach auch zu überprüfen, ob das nicht hier irgendwie eine Zeitungsente ist, was er mir da auch immer geschickt hat. Und das kommt nämlich hier von der Zeitung Wyborska. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, sorry dafür. Übersetzt heißt es Wahlzeitung. So, und hier aus der Wikipedia ziehe ich das jetzt gerade raus. Das ist die zweitgrößte überregionale polnische Tageszeitung nach der Boulevardzeitung Fakt. Mit einer durchschnittlichen Auflage von ca. 500.000 und einer geschätzten Leserschaft von 4,5 Millionen. Also wirklich eine sehr, sehr große Zeitschrift aus Polen, die man wirklich als Referenz, denke ich, auch hier verwenden kann. Eine übliche Tageszeitung. Und er schreibt in seiner E-Mail: Ich bin Gregor und komme aus Polen, schaue und verfolge deine Videos und deinen Kanal, bla bla und so weiter. Das Geplänkel brauchen wir jetzt nicht, wir gehen direkt auf die Fakten. Er schreibt nämlich: Ich wollte dir mal einen Link schicken. Der ist zwar auf Polnisch, aber hier geht es ja darum, dass du auch Referenzen hast. Deswegen alle Polen, auf jeden Fall, oder eben auch Leute, die Polnisch können, gerne mal den Link unten angucken und lesen. In dem Artikel steht, dass die Fahrer in Polen ihre Autos nicht umrüsten müssen, ne? Also betroffene VW-Fahrzeuge vom Dieselskandal. Da ist für die Fahrer, und jetzt kommt's, das ist halt wirklich so der Unterschied: Wie geht die deutsche Regierung mit uns VW-Fahrern um? Und was macht jetzt die polnische? Im direkten Kontrast. Das finde ich so krass. Das ist wirklich, also das ist natürlich jetzt nur ein Beispiel. Aber darin sieht man einfach, wie die polnische Regierung für das Volk arbeitet, wovon sie auch bezahlt werden und wofür sie auch gewählt wurden. Im direkten Kontrast dazu, was macht die deutsche Regierung? Das finde ich halt wirklich abstrakt. Also, in dem Artikel steht, dass die Fahrer in Polen ihre Autos nicht umrüsten müssen. Da es für die Fahrer mit Kosten verbunden ist und natürlich auch Zeit drauf geht. Weißt du, auch noch Zeit? Weißt du, das ist so eine Sache, die bewertet in Deutschland keiner. Hast du irgendwie irgendein Problem, kriegst einen Brief dann, so wie bei meiner Freundin das war beim VW. Die hat einen Brief gekriegt. Ja, sie haben jetzt Zeit, machen sie einen Termin. Sie müssen das Fahrzeug hier nachgerüstet haben bis Zeitpunkt X. Das ist krass, finde ich echt extrem, dass man das dann so aufgezwungen bekommt. Wenn du im Urlaub längere Zeit bist, wenn du im Ausland geschäftlich unterwegs bist oder ähnliches, du bist verantwortlich dafür und musst das sorgen, obwohl du nicht zu verantworten hast, dass das Fahrzeug nicht rechtsgültig in Ordnung ist. Ganz krasse Nummer. Weiter geht's. Somit sagt die Regierung: Lassen wir es so, wie es ist. Das ist eine super Einstellung. Ganz ehrlich, der Markt reguliert sich doch immer selbst. Die Leute, die unzufrieden mit VW sind, werden VW nicht mehr kaufen. Die Leute, die sagen: Ja, ich habe hier einen betroffenen VW, okay, fahre ich noch weiter, kein Thema, oder ich hole mir einen neuen. Das entscheidet jeder absolut selbst für sich, bin ich fest von überzeugt. Genauso kann man auch sagen: Die werden ja nicht ewig fahren, die Fahrzeuge. Das reguliert sich doch alles von selbst. Warum muss man denn jetzt mit dem Vorschlaghammer so krass sein und dann auch diese Verbote durchbringen? Weiter geht's. Zwar ist die Regierung mit den CO2-Werten nicht zufrieden, okay, aber hier hat man nach einer Lösung für das Volk gesucht und nimmt die erhöhten Werte somit in Kauf. Und das ist wirklich ein krasses Beispiel dafür, wie wir in Deutschland leider wirklich extrem gegängelt werden und wie es in anderen EU-Ländern, muss man ja dazu sagen, wirklich gehandhabt wird. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Dann geht es weiter mal wieder um Benziner, Diesel, dass die ja alle so schlecht sind, dass man sich sowas bloß nicht kaufen sollte. Das ist ja ganz, ganz schlimm. Und ich sage das jetzt mit so einem, ja, lächerlichen Ton. Ganz einfach, weil das ganze Thema kein Ende nimmt. Und ich habe das im letzten Video auch gesagt, dass es immer weiter irgendwie in diese Richtung geht. Man versucht den Individualverkehr wirklich, das habe ich jetzt mittlerweile nachvollzogen und verstanden, irgendwie einzudämmen. Und die Frage ist halt, ich habe mir nämlich einen sehr spannenden Artikel vom Ralf bekommen:
Man kümmert sich aktuell um die Dieselfahrzeuge. Kümmern bedeutet, dass sie sehr unattraktiv gemacht werden und nicht mehr verfügbar sein sollen. Im zweiten Schritt sieht es so aus, dass man auf den Benziner geht. Das habe ich euch vor Monaten schon gesagt. Die Umwelthilfe geht hin und sagt, jo, Benzinerfahrzeuge, ganz, ganz schlimm. Was nehmen Sie da für als Hebel? Was nutzen Sie? Feinstaubausstoß. Nächstes Thema. Als nächstes, glaubt mir, wird es auf die E-Autos gehen. Da wird ja auch geguckt, was kann man bei den E-Autos machen. Zu viel Strom, der benötigt wird, Batterieproduktion ist nicht sinnvoll gelöst aktuell und so weiter. Gibt es natürlich auch verschiedene Angriffsflächen, sage ich mal, dazu. Aber was bleibt denn dann noch übrig? Genauso hat der Ralf es formuliert. Und was bleibt dann noch übrig? Das ist die Kutsche mit dem Esel davor und genauso ein Fahrrad. Aber wie komme ich denn dann zum Kunden, der jetzt 80 Kilometer weit weg ist? Wie soll man das umsetzen? Wie soll das machbar sein? Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht beantworten. Und ich glaube, da bin ich fest von überzeugt, die Grünen auch nicht. Und das ist das grundlegende Problem. Wenn die jetzt die Lösung hätten, die hätten jetzt ein, ich nenne es mal, Vehikel mit ein paar Rädern oder was weiß ich, und da kommen nur Blumen hinten raus, anstatt Abgase. Dann wäre das die Lösung. Aber ich kann ein Problem nicht lösen, indem ich Sachen beseitige und verbiete. Weil worauf soll das alles hinauslaufen? Klar, wir haben verschiedene Fahrverbote in Deutschland. Ich bin aber fest der Überzeugung, dass wir nicht komplett in ganz Deutschland Fahrverbote haben. Wir haben ja eine Brunnenlösung. In verschiedenen Städten und Gebieten gibt es Fahrverbote für Diesel aktuell. Aber nicht überall, nicht flächendeckend. Worauf will ich hinaus? Viele Leute werden, die zumindest in Grenznähe wohnen oder auch Bekannte im Ausland in der EU oder auch in anderen Ländern haben, werden ihr Fahrzeug dort zulassen und werden mit dem Fahrzeug in Deutschland dennoch unterwegs sein. Das werden natürlich die verschiedenen Parteien und andere Kandidaten versuchen zu verhindern. Nichtsdestotrotz wird es definitiv auch noch so ablaufen. Okay, ich bin eigentlich abgeschweift, weil es eigentlich um den Artikel hier von der CHIP geht, chip.de. Fahrverbot für Benziner. SPD-Politiker warnt vor Kauf von Benzinautos. Das ist nämlich der Karl Lauterbach, der wirklich ein gebildeter Mensch ist, der wirklich gebildet ist. Der hat unter anderem auch in Harvard studiert. Und Harvard, die arbeiten oder leben natürlich sehr, sehr stark von ihrem starken Namen, von der Reputation weltweit. Auch in der US-Filmindustrie wird das ja immer propagandiert. Oh, in Harvard studiert ist jetzt das Brain und alles. Also ich weiß nicht, wie sich der Herr Lauterbach das vorstellt, wie es in Zukunft in Deutschland aussehen soll. Laut seinen Äußerungen ist das halt für mich nicht nachvollziehbar. Na, also SPD-Politiker, ich zitiere jetzt hier von der CHIP, SPD-Politiker Karl Lauterbach warnt vor dem Kauf von Benzinfahrzeugen. Benziner würden nicht nur den Klimawandel beschleunigen, sondern könnten künftig auch von Fahrverboten betroffen sein. Korrekt. Zum Beispiel, wenn sie nicht mit Feinstaubfiltern ausgestattet sind. Und weiterhin wird er nämlich dann auch zitiert, langfristig, also es müsse langfristig auch das Aus für Benziner kommen. So Lauterbach auf dem Nachrichtendienst Twitter, also hat er anscheinend selber getwittert. Benziner setzen mehr gefährlichen Feinstaub frei als ein Diesel und verursachten mehr Klimawandel und so weiter und so fort. Und ich weiß nicht, ob das wirklich der Sinn sein kann, indem man, er ist SPD-Politiker, die SPD auch in so eine starke Richtung der Verbotspartei entwickelt, wie es die Grünen eigentlich darstellen. Ne? Und dann geht es hier in dem Artikel auch noch weiter darum, an der Durchsetzung neuer Fahrverbote arbeitet parallel zur politischen Ebene die Umwelthilfe, die deutsche Umwelthilfe, genauso wie gerade gesagt, die arbeiten nämlich daran und versuchen sich auf Feinstaubausstoß zu konzentrieren und dadurch den Verkehr in Deutschland einfach einzudämmen. Na, was anderes ist das ja eigentlich gar nicht. Auf der anderen Seite steht da aber gegenüber das Umweltbundesamt. Und das sieht nämlich kein Feinstaubproblem durch den Verkehr gegeben. Lokal und ausschließlich an vom Verkehr beeinflussten Stationen in Ballungsräumen traten in der Vergangenheit gelegentlich Überschreitungen des für das Kalenderjahr festgestellte Grenzwerts von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter auf. Na, also seit 2002. Geht nämlich noch weiter, wurden keine Grenzwertüberschreitungen mehr festgestellt. Auf welcher Basis will man es denn dann verbieten? Was soll denn der Quatsch? Wow. Also für mich ist das alles irgendwo nicht mehr so ganz nachvollziehbar. Jeder versucht irgendwo in der Richtung, was jetzt zu machen, so,
das ist alles so schlecht, wir müssen das verbieten, müssen das beseitigen und dann auf so Teufel komm raus, ganz schnell und alles. Ich habe es schon mal gesagt, schon mehrfach gesagt, das reguliert sich selbst, meiner Meinung nach. Wenn die Automobilindustrie sich in Deutschland so entwickelt, dass sie keine Verbrennungsmotoren mehr produzieren und wir die jährlich weiterhin kaufen können, die Fahrzeuge, die jetzt aktuell sind, die sterben aus, könnte man jetzt sagen, wenn es ein Lebewesen wäre, die wird es in zig Jahren nicht mehr geben. Dann lassen wir das einfach auslaufen. Das ist doch der humanere Weg. Oder was meint ihr? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ja, auch habe ich ja vor ein paar Tagen ein Video hochgeladen, dazu mal wieder bezüglich der CO2-Steuer. Was ich schade daran finde, dass ich dieses Thema schon vor einigen Wochen behandelt habe, wo es aber in der regionalen oder auch überregionalen Presse einfach deutschlandweit noch nicht so etabliert war, dieses Thema. Das ist jetzt in den letzten Tagen stärker geworden. Und zugleich sehe ich auch deutlich diesen Anstieg der Klickzahlen bei diesem Video. Und das finde ich einfach schade, denn ihr solltet an der Stelle definitiv noch mehr hingehen und meine Videos teilen, im Bekanntenkreis die Videos empfehlen, auch kritisch meine Videos natürlich betrachten und hinterfragen, aber einfach, es muss mehr Reichweite noch passieren bei diesen Videos, denn es geht jetzt weiterhin um die CO2-Steuer, sage ich jetzt so. Und da gibt es verschiedenste Modelle, die jetzt nämlich schon angedacht und angesprochen werden. Vielleicht sollte es sein, dass man hingeht, so wird es vorgeschlagen, ich bin kein Freund davon, ich finde das nicht sinnvoll, dass man, je nachdem wie viel Tonnen CO2 oder auch Kilogramm CO2 man jährlich ausstößt, was dann anhand des Kilometerstands nachgerechnet wird, anhand des Verbrauches und so weiter und so fort, dass man dadurch noch eine zusätzliche Steuer bekommt. Und ich verstehe, super viele Kommentare geschrieben, eure Kommentare, eure kritischen Äußerungen dazu. Wie soll man das denn noch bezahlen? Man zahlt doch schon so viele Steuern. Habe ich ja auch mal ein Video zu gemacht und das Ganze klein aufgemüsert. Welche Steuern bezahlt man denn auf einen Liter Sprit von 1,50 Euro? Das sind ja alleine, ich glaube, es waren 45% um den Dreh, nagelt mich nicht auf die Zahl fest, aber nahezu 50% waren wirklich Steuern von diesem 1,50 Euro. Und zusätzlich soll da jetzt auch noch was kommen. Diese Idee wurde ja angedacht. Guckt in die anderen Videos, da habe ich da auch eine Quelle verlinkt, wo angedacht wurden, dass man sagt, jo, nehmen wir mal 8 Cent. 8 Cent pro gefahrenem Kilometer noch zusätzlich zu dem Spritpreis, den ich sowieso schon bezahle. Das steht doch alles in keiner Relation mehr. Wer soll das denn noch bezahlen? Weißt du, man geht ja heutzutage meines Erachtens schon, besonders als Angestellter, wirklich dafür zu arbeiten, um wirklich nur seine Kosten komplett zu decken und zu überleben. Man hat doch gar nicht mehr so viel Überschuss vom Einkommen, dass man noch wirklich wirtschaften kann, was zurücklegt, sich was aufbaut, sich ein Haus abbezahlt und so alles und so weiter. Das ist schon wirklich krass, in welche Richtung sich das da alles aktuell entwickelt. Und so habe ich nämlich bei ntv.de auch noch einen weiteren Artikel über das Thema gefunden. Und da wird nämlich auch schon über die Preise spekuliert, was das Ganze tonnenmäßig kosten soll. 20 oder 50 Euro für eine Tonne CO2. Na, also da sind halt so viele abstruse Ideen. Wenn ihr das zurückerinnert, vor 2-3 Monaten war es das Thema Tempolimit. Da ging es ganz, ganz, ganz stark darum, auch um die Dieselfahrverbote und so weiter. Jetzt hat man anscheinend das neue Thema gefunden. Jetzt geht es mehr um CO2, damit man auch den Benziner bekommt, wie ich ja lange angedeutet und klar geäußert habe, wo ich gesagt habe, ja, es wird demnächst der Benziner auch versucht gemacht, fertig zu werden. Glaubt mir, denkt an meine Worte, diesen Ausschnitt hier werde ich nehmen, rausschneiden und in das neue Video einschneiden, wenn das in 1, 2, 3, 4, 5 Jahren passiert, wenn es um die E-Autos geht. Wenn genau dieses Thema kommt, Benziner und Diesel sind schon so gut wie tot in unserem Land und dann wird es passieren, dass die E-Autos kaputt gemacht werden. Ist meine absolute Vermutung. Als nächstes hier noch so ein Mini-Update zu der Klage gegen VW von der Staatsanwaltschaft gegen den Herrn Winterkorn in seinem Fall. Und da macht wohl der Richter ordentlich Tempo, so heißt es hier in der Welt geschrieben. Die wollen natürlich jetzt schnellstmöglich da eine Verhandlung anstreben. 694 Seiten lang ist die Anklageschrift gegen den Herrn Winterkorn. Und des Weiteren füllen weitere 300 Aktenordner mit rund 75.000 Papier die weiteren Unterlagen. Das ist ein Mammutprozess eigentlich, wie ich finde. Ich bin mal gespannt, wie lange dieser Gesamtprozess wirklich auch ablaufen wird und was da schlussendlich rauskommt. Ihr habt ja auch eine klare Meinungsäußerung in meinem Video dazu gemacht.
Dementsprechend, Freunde, es bleibt weiter entspannt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, schreibt eure Meinung unten in die Kommentare. Bis zum nächsten Video. Ciao.